Logistik heute organisiert? Welche Rolle spielt Software und welche Lösungen werden eingesetzt? Wie läuft die digitale Transformation in der Logistik und wie wird exzellenter Versand zum Wettbewerbsvorteil? Und welche Bedeutung hat eigentlich Nachhaltigkeit? Viele Fragen, auf die Antworten freuen wir uns schon jetzt. Und durch das Panel führt ein Fachmann, den ich euch gerne vorstelle. Er ist einer der Gründer von Carlsquare, einer partnergeführten Investmentbank. Er studierte Wirtschaftswissenschaft und Business an der Universität Witten-Herdecke und an der University of Texas at Austin. Begrüßen Sie bitte Mark Miller von Carlsquare. Ja, Mark, herzlich willkommen. The stage is yours. Vielen, vielen Dank. Ein paar haben wir noch hier. Wir sind die Rausschmeißer heute vor dem Abendbuffet. Da kommen auch schon meine Panelisten dazu. Wie angesprochen gerade, es gibt viele Herausforderungen, die wir zu meistern haben, viele Aufgaben. Und das schaffen nicht nur die Großkonzerne, sondern dafür braucht man echte Unternehmer, die diesen Wandel befeuern, die Digitalisierung, die Nachhaltigkeit. Und ich freue mich total, weil ich durfte hier dieses Panel zusammenstellen. Mit allen, die hier sitzen, habe ich in irgendeiner Form Bezug. MAP haben wir mal irgendwann auch beraten bei Investorenaufnahme, bei der nächsten Runde. Und ja, ich würde einfach mal die Frage einleiten wollen, wie seid ihr Unternehmer geworden und was seid ihr eigentlich für Unternehmer und was macht ihr eigentlich? Vielen Dank, Marc. Also ich bin kein Gründer, aber ein Unternehmer, weil wir als Ecovium, bisher bekannt als MAP Solution Group, extrem viel unternehmen. Was unternehmen wir? Wir haben in den letzten Jahren 12 Einzelunternehmen vereinigt und jetzt wollen wir die Nachhaltigkeit in die Logistik führen, insofern, dass wir Ökologie und Ökonomie vereinheitlichen und dann auf die nächste Ebene führen. Das heißt, du bist dann in einer Firma, die schon eine Größenordnung hatte, reingekommen als Unternehmer, um sie auf den nächsten Level zu führen. Genau. Praktisch. Das war mit dem Gründer zusammen in den ersten Jahren und dann haben wir es jetzt, internationalisieren wir. Wir haben da zusätzliche Unternehmen gewinnen können für uns und jetzt wird das Ganze 2.0 aufgesetzt, würde ich sagen. Wie kamst du dazu? Haben sie dich gefunden? Gab es einen Headhunter? Oder? Ich hatte tatsächlich einen Anruf und hab die Herrschaften kennengelernt und dann haben wir uns einen Plan, eine Vision gestaltet zusammen. Das war tatsächlich hier in Berlin. Und dann haben wir gesagt, okay, das wird funktionieren. Was wir machen, sind End-to-End-Logistikprozesse. Also du kannst aus den einzelnen Modulen alles herausfiltern oder das gesamte Portfolio zusammennehmen. Das war die Vision hier in Berlin. Und jetzt sind wir 3 Jahre weiter und die Vision ist Realität geworden. Und jetzt sind wir Ecovium und internationalisieren. Spannend. Gleich mehr dazu. Andreas, wie kamst du zum Unternehmertum? Ja, danke, Marc. Ich war viele Jahre bei Daimler, einen gut bezahlten, geborgenen Job und hatte auch entschieden, in Berlin ein Startup zu machen. War auch erfolgreich, aber in der zweiten Stufe kam ich nicht weiter. Dann kam AIS in Ulm und da bin ich eingestiegen. Wie kann man Unternehmer werden? Man braucht eine Menge Mut und Risikobereitschaft. Ich glaube, es gibt nur 3 Wege. Entweder du bist Elon Musk, okay, dann schaffst du alles. Da kommen wir gleich zu. Und, oder Nummer 2, du fängst von vorn an, was ein wirklich steiniger Weg ist, aber es ist möglich, aber es dauert ein paar Jahre. Oder man geht in ein Unternehmen rein, was bereits da ist, aber was in einer Turnaround-Situation ist. Und dann muss man etwas Kapital mitbringen und dann muss man ein großes Risiko eingehen und dann den Turnaround schaffen. Und so bin ich zu AIS gekommen und habe 45% von dem Unternehmen erworben in einer Situation, wo alles ein bisschen schwierig war in dem Unternehmen. Und dann hast du saniert oder hast du für Kunden gesorgt oder wie hast du den Turnaround geschafft? Alles auf einmal. Das ist eine längere Geschichte, aber tatsächlich alles, was du gesagt hast, gemacht und natürlich auch neue Kunden dazu bekommen. Entwicklungen, die bereits in den Schubladen lagen, rausgeholt und schnell umgesetzt, neue Märkte gefunden und wir haben auch als kleine Überraschung die App erfunden. Wir wussten nicht, dass es eine App heißt. Oder hieß, weil das war 2005 und das war also 2 Jahre vor der iPhone und damals hieß es einfach ein Programm auf einem Smartphone. Ja. Insofern sind wir, dann haben wir das Unternehmen saniert und in gute Gewinne gekommen und 2020 haben wir Alphaplan dazugekauft. Das fing mit Telematik an und jetzt haben wir die Kombination von Telematik und Tourenplanung. Also Sanierung, Zukauf, Entwicklung, also viele Geschichten, die wir gleich noch berühren können bei dir. Ja. Patrick,
Wie war dein Zugang? Gab es ja vielschichtig, glaube ich, kann man sagen. Ne? Ja, sicherlich spannende Storys, die ich dazu erzählen kann. Aber ich bin ja hier für unser eigenes Family Office, Zimmermann Investment. Und da bin ich verantwortlich für Venture Capital Investitionen. Aber wo kommen wir eigentlich her? Wir haben unser Familienunternehmen aus der Lebensmittelbranche 2009 veräußert und dann Family Office Strukturen aufgebaut, mit denen wir dann in andere Unternehmen investieren. Und wenn man aus einem Familienunternehmen kommt, dann gibt es entweder, man landet wieder im Familienunternehmen oder macht was anderes. Und bei uns war es immer so, die nächste Generation muss sich extern erfolgreich selbstständig machen, bevor sie ins Familienvermögen reinwachsen kann. Und ich habe mich mit 28 mal selbstständig gemacht und habe eine Unternehmensberatung für Einkaufsmanagement und Logistik aufgebaut. Das ist schon 12 Jahre her. Wir waren 250 Mann in der Spitze. Die wurde an einen französischen Mitbewerber verkauft und das war sozusagen mein Eintritt ins Unternehmertum. Gleich noch ein paar spannende Storys zum eigenen Family Office hier. Spannend. Und wie ist es so, die Firma, die Familie, die wurde von deinem Vater gegründet oder Großvater? Oder? Wurde von meinem Vater gegründet und hatte in der Spitze 7000 Mitarbeiter und 1,5 Milliarden Umsatz. Und das haben wir dann an ein Schweizer Unternehmen verkauft. Und dann aber sozusagen von Familienunternehmer zur Investorenfamilie geworden. 2009. Und wer saß damals bei uns auf der Couch? Ich komme vom Land, aus dem Sauerland, saß 2 Monate lang der Oliver Samwer bei uns auf der Couch und wollte für 10% an Zalando 20 Millionen haben. Das war damals. Habt ihr nicht gemacht? Haben wir nicht gemacht, nein. Das war damals, kannten wir auch noch nicht den Gedanken des Venture Capitals oder so. Und danach uns hat Herr Tengelmann das gemacht und der Rest ist Geschichte. Ich glaube, wir hatten 7 Jahre lang gezittert. Ja, die guten Investoren haben ein gescheites Antiportfolio, sagt man immer so schön. Ne? Ja, kommen wir zu Lennart. Ich sag mal so, der einzige, sag mal, Start-up-Unternehmer, kann man sagen, hier, der Gründer. Wie kommt man darauf, eine Firma im Bereich Logistik zu gründen? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben, mein Mitgründer und ich, gedanklich gar nicht in der Logistik gegründet, sondern im Bereich Construction Tech. Wir haben eine Logistikplattform für die letzte Meile in der Bauindustrie entwickelt. Und ja, am Anfang, da wir beide keine Logistiker sind, Logistik eher so ein bisschen als notwendiges Übel gesehen und haben uns da so ein bisschen reinentwickelt und sind da auch ganz glücklich jetzt damit. Ja, ich habe irgendwann mal nach dem Abi, dann bin ich in die Wirt-Gruppe gegangen, ein Familienunternehmen, glaube ich, ein relativ bekanntes, deshalb muss ich jetzt gar nicht erklären, was sie machen, aber bin quasi dort dann so die Karriereleiter hochgefallen und hatte eigentlich ganz gute unternehmerische Entwicklung, selbst in so einem großen Konzern, weil das eben auch aus vielen kleinen Unternehmen besteht. Und irgendwann ging es dann nicht mehr weiter. Dann bin ich raus aus dem warmen Konzernnest in die Beratung und dachte dann so ein, zwei Mal, ich kann mich da quasi so als Gesellschafter so mit rein sneaken, mehr oder weniger. Das hat dann auch beides Mal nicht so gut geklappt, weil ich damals schon gemerkt habe, ich möchte schon was Eigenes machen, ich möchte auch unternehmerisch mitbestimmen, aber immer wenn du irgendwie dazukommst zu etwas, was andere schon gegründet haben und die dann noch mit dabei sind, dann bist du doch immer der Juniorpartner und dann blieb mir irgendwann nichts anderes mehr übrig, als selber was zu gründen mit einem guten Freund, meinem Mitgründer zusammen und das war letztendlich so jetzt in Nachbetracht der letzten 13 Jahre, sehe ich zumindest da so einen roten Faden drin, weil ich mich immer so von einem Ding ins nächste reinentwickelt habe und nie so ein harter Cut irgendwie zwischendrin ist. Aber also ja, Unternehmer so by choice am Ende des Tages. Ja, und auch aus einer Überzeugung raus, da am besten meine Talente, die ich irgendwie glaube, mir aufgebaut zu haben in den letzten Jahren oder entwickelt zu haben, irgendwie nutzen zu können. Also dann Respekt, das ist dann aus dem bei Wirt rausgeschafft hast praktisch, ja. Die meisten sagen, Kantine ist da, Altersversorgung, warum soll ich noch was gründen? Also spricht für dich. Aber jetzt mal die Baustelle, denkt man, da ist doch alles, läuft doch alles. Ne? Was ist wirklich euer Nutzen? Was macht ihr besser oder 10-mal besser als das, was schon da ist? Also die Baustelle, die läuft in der Regel nicht. Produktivitätszuwachs in der Bauindustrie in Deutschland jährlich im Durchschnitt seit 1995 0,25%.
gesamtwirtschaftlicher Durchschnitt 1,67%. Also die hinkt hinterher in ihrer Produktivitätsentwicklung. Und was sich jetzt immer mehr zeigt in dem ganzen Baubereich ist, dass die einzelnen Wertschöpfungsstufen eines Bauprojekts, die werden immer mehr filettiert und aufgeteilt. Das heißt, die Kernwertschöpfung, nämlich das Bauen, trennt sich von der Randwertschöpfung und Materialbeschaffung und Materiallogistik ist einfach klassischerweise eine Randwertschöpfung. Und so haben wir auch angefangen, dass wir quasi mit der Erfahrung, die wir bei den als Mitarbeiter oder Beratern der Zulieferer gesammelt haben, gesehen haben, es geht halt sehr viel Zeit damit verloren, dass kurzfristig irgendwo Material abgeholt wird. Und so sind wir dann quasi auf den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, da können wir sehr pragmatisch einen Nutzen stiften, ohne jetzt erstmal viel über Digitalisierung erzählen zu müssen, weil auch die Baubranche jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, digitalen Initiativen im Kern immer offen gegenüberzustehen. Und ja, so haben wir uns da jetzt auch die letzten 2,5 Jahre ganz gut reinentwickelt und ohne jetzt groß zu pivotieren, den Nutzen geschaffen, dass man einfach mehr produktive Zeit mit Bauen verbringen kann erstmal. Spannend. Patrick, du bist ja auch vertreten mit dem Unternehmen, mit dem Stand oder sogar, glaube ich, auf dem Bachelor obendrauf. Erzähl von der Firma ein bisschen, was macht ihr, warum seid ihr hier? Vielleicht das ist mein zweiter Punkt, warum du vorhin gefragt hast, was ich mit Logistik zu tun habe. Im Laufe der letzten 10 Jahre habe ich für ein Familienunternehmen von uns, was uns auch gehört, gearbeitet. Das ist ein Food-Service-Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern. Und dort war ich kaufmännischer Geschäftsführer und man hat ja auch viele Lager. Und ich habe auf der anderen Seite des Tisches einen kleinen Dienstleister kennengelernt, der sehr sympathisch war, ein richtiges tolles Team, ein tolles Produkt hatte. Und ich habe gesagt, ich möchte gern raus aus Food Service, habe übergeben und mich bei dem Dienstleister eingekauft. Ist ja auch Art von Risiko und Unternehmertum an der Stelle. Und in den letzten 6 Jahren habe ich sozusagen dieses kleine Unternehmen nach vorne gebracht, Vertrieb, die Ärmel hochgekrempelt und das Produkt aufgebaut. Und ich bin heute hier mit einem kleinen Unternehmen, das Warehouse-Management-Software macht, das heißt Storlogix. Und die sind so sympathisch unterwegs im Markt, haben ein Produkt und tolle Kunden, sind sehr stolz. Wir managen die Lager von Zenfulfillment zum Beispiel, von Lilidu oder von Kaufland.de. Und das ist echt spitze, was dieses Team auf die Beine stellt. Glückliche Kunden ist das Schönste, was man als Unternehmer haben kann mit. Aber wie war das dann? Er war ein Lieferant von dir und da hast du ihm gesagt, kann ich bei dir einsteigen? Da meinte er, um Gottes Willen oder wie ist es entstanden? Ja, der war Dienstleister in meinen Lägern, aber mit einem Ansatz, der komplett fremd war. Der hat ein Produkt aufgebaut und konnte sehr schnell umsetzen. Und waren keine komplizierten Implementierungsprozesse, sondern schnell jeder Wunsch konnte umgesetzt werden. Und ich mochte das Team und Software mochte ich eh. Ich war oft immer im Silicon Valley. Und wenn man zurückkommt, hat man immer den Satz, Software kills everything im Kopf. Und da habe ich gesagt, dann mach doch mal Software und warum nicht Warehouse Management. Und das ist sozusagen mein Grund, warum ich in der Logistik auch gelandet bin. Schön. Andreas, was ist euer Mehrwert? Sagst Telematik, Routenoptimierung, sag mal ein bisschen, was ihr eigentlich genau macht. Ja, also die Frage war einfach zu beantworten vor 20 Jahren, als ich anfing. Da war es einfach, dass derjenige, die Spedition, die etwas zustellt, das klingt an der Tür, du machst die Tür auf, dein Paket wird gescannt. Und du weißt, es ist eine Unterschrift. Das war die Grundfunktion vor 20 Jahren. Jetzt ist sehr viel dazugekommen. Man kann sagen, dass alles ab dem Umschlagpunkt bei einer Spedition oder einem Großhandel, dass das der Punkt ist, ab dem, wo wir tätig sind. Alles, was ausgeführt wird, jenseits der Rampe, wird von uns ausgeführt. Ja, und was ist der Mehrwert? Der Mehrwert ist Transparenz und durch die Tourenplanung Einsparungen die Möglichkeit, dass man die Touren leichter planen kann, schneller planen kann, Personal einsparen, gerade in diesen Zeiten, wo Fachkräftemangel ausgeprägt ist. Einsparungen durchaus von 10-15% sind im Spiel. Und wer sind eure Kunden? Das ist, wir kommen aus Stückgut, aus Transportlogistik und später sind dann Fernverkehr, Nahverkehr, aber auch
Großhandel, Food, Baustoffe, Healthcare und Automotive Aftermarket dazugekommen, sodass es insgesamt über 11.000 Fahrzeuge sind draußen, die mit der Software ausgestattet sind. Ja. Jasmino, also als wir als Karlsruhe MAP Solution kennengelernt haben, da war das, also so Zollsoftware, habe ich mir so gemerkt praktisch, ne? War auch nicht mein Projekt, aber Zollsoftware aus Neustadt am Rübenberge und da gab es natürlich auch Strategen, die da einsteigen wollten, sich einverleiben. Und die Gründer haben da gesagt, nee, wir möchten unabhängig bleiben. Und da haben wir eben Elversten reingeholt, einen Berliner Investor. Und Investoren denken immer, oh Gott, die machen die Firma irgendwie, die legen die auseinander. Ganz und gar nicht. Ich glaube, Elversten hat da viel auch investiert, Firmen zugekauft. Und heute habt ihr aus einer Zollsoftware was viel Breiteres gemacht. Da kannst du dazu noch mal sagen, zu eurer Strategie oder Vision oder was ihr eigentlich anstrebt. Also wir haben neben der Zollsoftware, die wir tatsächlich auch haben, haben wir das ganze Warenlager, wir haben die Versandsoftware, wir haben mittlerweile auch die Hardware. Also wir haben in den unterschiedlichsten Bereichen, auch im TMS-Bereich, Lösungen. Und in den letzten Jahren haben wir die Experten des deutschen Marktes vereint. Und was wir jetzt daraus machen, ist quasi end-to-end die gesamte Wertschöpfungskette darzustellen. Du kannst das Ganze jetzt modular bei uns nehmen. Also du hast jetzt ein Thema im Versand, dann kommst du auf uns zu, da haben wir eine dedizierte Division, die sich nur um Versandlogistik kümmert. Oder du hast ein Thema mit der Zollabwicklung, da haben wir ebenfalls eine Division, die sich explizit um dieses Thema kümmert. Was wir aber auch haben, ist die Verknüpfung zwischen den einzelnen Bereichen. Plus, wir sind gerade dabei, dieses Logistik-Cockpit aufzubauen, weil das, was bisher unserer Meinung nach noch nicht vorhanden war, ist der ganzheitliche Überblick über die gesamte Logistik, die du als Unternehmer hast. Also du wirst beispielsweise alle KPIs aus der Versandsoftware, aus dem Zoll, Warenlager und so weiter und so fort mit der Hardware kombinieren können, sodass du einen gesamten Überblick hast. Das ist so die Richtung, in die die MAP geht. Gleichzeitig bringen wir den neuen Aspekt, und das sieht man jetzt auch schon im neuen Namen, Ecovium. Wir gehen einen Schritt weiter und sagen, Mensch, die Nachhaltigkeit ist jetzt tatsächlich nicht nur ein Schlagwort, ein Buzzword, wir wollen mehr. Wir wollen tatsächlich in diese Richtung gehen als Unternehmen und wollen mit unseren Kunden gemeinsam nachhaltige Lösungen bauen. Was bedeutet es im Konkreten? Wir sind jetzt mit einem neuen Produkt, EcomSuite, rausgekommen, wo ein Pilotkunde mir sagte, Mensch, Jasmino, ich spare mir 70% meines manuellen Aufwands. Ich spare Papier, ich mache dies, wir haben Produkte, um Passivretouren zu vermeiden und so weiter und so fort. Das ist der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben und das ist auch das Commitment, das wir als Ecovium gehen. Neben den Mehrwerten für den Kunden, gemeinsam mit den Kunden nachhaltige Logistiksoftware zu bauen. Also das ist, glaube ich, das Faszinierende, was ich hier mitnehme, ist, dass das Thema Kosteneinsparung auch oft auch Nachhaltigkeit bedeutet. Ja, also es ist wirklich, es geht alles ineinander einher eigentlich, ne? Also bisher ist es ja immer so, dass es heißt, ja, Umwelt und Nachhaltigkeit kostet Geld. Das kann durchaus sein, dass das erste Projekt, wenn man mit einem Kunden zusammensitzt und dann sagt, hey, wie sollen wir das bauen, was ist die Herausforderung und dann überlegt und dann probiert. Ja, das ist ein Investment. Aber wenn du den Business Case rechnest, hast du über die Zeit hinweg einen viel größeren Erfolg. Und das ist die hundertprozentige Überzeugung von Ecovium. Wir haben jetzt Beispiele tatsächlich auch gerechnet, wo unsere Kunden durch nachhaltige Produkte, Software, Geld eingespart haben. Und der schöne Nebeneffekt ist, dass die Kunden das auch super finden. Und Jasmino, du hast ja auch eine Lernkurve gemacht. Das heißt, jedes Mal, wo du investierst in diesen Schritt, dann hast du eine Lernkurve gemacht, was dann für das nächste Jahr da ist. Ja. Das ist genau das, was passiert. Wir hatten vor Covid Kundenevents, Kundenveranstaltungen und haben tatsächlich die Fragen gestellt, was sind eure momentanen Herausforderungen, aber was sind die Herausforderungen der Zukunft? Und genau da passiert genau das, was du sagst. Das Produkt EcomSuite ist genau durch sowas entstanden, zusammen mit den Kunden, zusammen mit unseren gesamten Experten, haben wir ein neues Produkt gestaltet, das wirklich die Nachhaltigkeit auch im Fokus hat. Aber wie schnell muss der ROI sein? Also
rechnet der Kunde sich aus und sagt, es muss nach 2-3 Jahren zurückverdient sein, oder sind es längerfristige Entscheidungen bei euch jetzt? Meistens ist die Investition gar nicht so groß für das, was wir machen. Das ist oft nicht mal nennenswert. Wenn erstmal die Anlage da ist, ist es das nicht, sondern das sind die internen Aufwendungen beim Kunden, okay, die es überwinden. Und da kommt das, die erste Frage. Jeder weiß, dass ROI ist groß, jeder weiß das, aber wie kriege ich die Ressourcen für dieses Projekt in diesem Jahr und diesem Jahr nicht mehr, erst nächstes Jahr? Das ist der eigentliche Flaschenhals, ja. In der Tat, also dass die Organisation auch diese neuen Systeme verarbeiten müssen in der Einführung und das absolut, ist absolut. Absolut. Die Ausbildung, die Schulung und so weiter. Absolut, ja. Mhm. Ja. Neulich hatten wir ein Gespräch mit einer sehr großen Spedition, wo diese Frage aufkommt. Dann sagte er, dass das ist für mich außer Frage, dass es sich lohnt. Und wir brauchen es aufgrund der Fachkräftemangel. Brauchen wir es und wir brauchen es jetzt. Es stellt sich nicht die Frage, ob ROI in einem Monat oder sofort oder in einem halben Jahr. Und hinzu kommt, wie gesagt, der Lernkurve-Effekt, der für immer da ist. Also ich nehme mit, sehr viel Innovation, auch sehr viel über Software getrieben natürlich. Patrick, du bist ja auch Investor. Ja, das wollte ich gerade sagen. Aus Investorenperspektive ist das Thema Nachhaltigkeit eigentlich eine Selbstverständlichkeit geworden heutzutage. Ich würde in ein Unternehmen nicht investieren, das sich nicht ständig in Frage stellt, die Prozesse, das, was wir machen, ist das noch zumindest zu einem Stück nachhaltig. Man kann nicht alles der Nachhaltigkeit unterwerfen, das sollte man auch noch nicht, aber man sollte sich ständig verbessern wollen. Und man soll auch bereit sein, von 7 Verbesserungsprojekten, dass 2 vielleicht schiefgehen und nicht das Ergebnis bringen, was man sich erhofft hatte. Ansonsten ist man nicht innovativ genug. Genau. Und nicht die Kurzsichtigkeit nach vorne stellen, sondern, wie du sagst, langfristig auch orientiert handeln. Ist denn die Logistikbranche oder die Baubranche in deinem Fall offen für Innovationen? Oder sagen die, das haben wir immer so gemacht, ja, ich fahre jetzt in Schwäbische rein, ja, das haben wir immer so gemacht, das braucht man nicht. Oder freuen die sich über bessere digitalisierte Lösungen? Also ich würde vielleicht gerne noch mal kurz was zu dem Thema Nachhaltigkeit nachschicken, bevor ich deine Frage beantworte. Ich glaube, du hast es ja vorhin schon gesagt, ich bin der einzige Startup-Unternehmer hier, also der irgendwie in den letzten 3 Jahren eine Entscheidung getroffen hat, irgendwas Neues zu starten. Und wir sind jetzt 17 Leute, sind natürlich in der Regel alles jüngere Leute, so älteste ist irgendwie 40, jüngste ist irgendwie 22, aber wenn wir nicht von Anfang an irgendwie uns auch Gedanken machen, wie wir alles Mögliche, was wir machen, irgendwie nachhaltig umsetzen, und das fängt dabei an, ob wir abends den Kaffee wegleeren, so profan mir das jetzt klingt, oder ob es Kollegen gibt, die sich sagen, am nächsten Tag machen sich den Kaffee noch in der Mikrowelle warm, ist für sie kein Problem, bis eben dann zu großen Themen wie, schaffen wir es irgendwie CO2-neutral oder CO2-negativ zu werden mit unserer Logistikleistung. Wenn wir uns die Gedanken nicht machen würden, ich glaube, dann könnten wir morgen zusperren und irgendwas anderes machen, weil also ich und mein Mitgründer, wir unserer unternehmerischen Verantwortung, davon bin ich im Kern überzeugt, überhaupt nicht nachkommen würden. Also jetzt irgendwo hingehen, da irgendeinen Dreck hinzustellen, um dann zu sagen, es ist irgendwie alles super cool, also da würde ich dann lieber wieder in die Beratung gehen. Ja. Okay, B2C. Genau. Ja. Genau, zu dem Thema Innovation. Die Baubranche ist, also fragt man die Baubranche, sind die natürlich offen für Innovation? Ja, wenn du die jetzt hier auf die Bühne stellst, dann sind die natürlich alle offen für Innovation. Eines der größten Probleme in der Baubranche ist, dass es so ein großer Disconnect ist zwischen den Leuten, die irgendwo bei irgendwelchen Baukonzernen in den Zentralen sitzen, in irgendwelchen Innovation-Teams. Ja, da sind vielleicht auch Leute dabei, die vor 37 Jahren mal irgendwo noch in einem Radlader gesessen sind. Aber in der Regel halt heute nicht mehr. Das heißt, der Disconnect von der Zentrale auf die Baustelle ist schon relativ groß. Das durchschnittliche Handwerksunternehmen in Deutschland über alle Gewerke hinweg hat irgendwie 9 Mitarbeiter. Und da jetzt irgendwie mit Innovation durch die Tür zu kommen, ist auch schwierig. Deshalb, also was wir zum Beispiel machen, sagen, mit diesen Kunden umgehen, sowohl auf der Lieferantenseite, wo wir irgendwie mit Niederlassungsleitern, Disponenten sprechen, als auch auf der Bauhandwerksunternehmerseite, wo wir dann mit Bauunternehmern sprechen und deren Vorarbeiter, Poliere und so weiter. Wir sagen eigentlich immer, wir fahren dir halt deinen Scheiß von A nach B und das machen wir halt besser, als du es heute hinkriegst. So, das ist erstmal nicht super innovativ, das wollen wir auch gar nicht sein, das ist unser Produkt in 20 Sekunden relativ gut erklärt, dass man es irgendwie versteht.
aber das öffnet uns da halt die Tür, weil Innovation und Digitalisierung und der ganze Mist, der da dran hängt, der wirkt auch oft erstmal hemmend, irgendwas zu tun. Ja, ich war vorhin, ich weiß gar nicht, wer das war, habe ich einen Pitch gesehen von TradeLink, der haben gesagt, hier habe ich mir die Folie abfotografiert, so, ja, wir sind in 24 Stunden live und keine Investition notwendig. So, das ist so das, was die Leute hören wollen, so fuck Innovation. Ja, Innovation braucht erstmal kein Mensch, wenn er auf der Seite sitzt, wo jetzt Innovation anwenden soll. Da habe ich noch nie einen gesehen, der sagt, super geil, und der dann irgendwie noch einen Impact hat darauf, dass er jetzt irgendwie dein Produkt nutzt. Ich weiß nicht, ob das, also wie das bei euch ist, aber das ist meine harte Realität. Ja. Wenn man mal Richtung Investoren denkt, Gründer müssen oder wollen ja irgendwann auch Investoren einwerben. Wie war dein, ich sag mal, dein Tagline? Ne? Wir sind das Gorillas für die Baubranche? Oder hast du die Investoren begeistert? Also das Gorillas für die Baubranche sind wir nicht, weil wir verdienen tatsächlich operativ Geld, wenn auch wenig. Ja? Aber wir wollten jetzt nicht von Anfang an den Euro für 50 Cent verkaufen. Wir gehen halt eine andere Wette ein, sind da vielleicht auch ein bisschen zu sehr durch den Professor Wirth geprägt und die Glaubenssätze, die wir da aufgenommen haben in jungen Jahren unserer Karriere. Nee, also in a nutshell ist es schon sowas wie Lieferando plus Uber für die Baubranche, aber wenn wir mit Investoren sprechen, dann merken wir auch ganz schnell, ob da gegenüber jemand sitzt, der irgendwie so ein bisschen mehr Verständnis hat von dem, was wir tun, weil wenn er das nicht hat, dann kommen solche Fragen wie, also ne, echte Anekdote, ja, was wiegt denn eigentlich so ein Sack Schrauben? Ja? Und so als ehemaliger Schraubenhändler tut dir natürlich so eine Frage sehr weh, wenn irgendwie jemand sich vorstellt, wie Schrauben in Säcke verpackt werden. Deshalb ist es für uns auch, soweit wir uns das leisten können, immer ein Ausschlusskriterium, weil mit solchen Investoren, die werden nicht glücklich mit uns, wir werden nicht glücklich mit denen, weil wir haben halt ein B2B-Geschäftsmodell in einem Markt, in einer Branche, die relativ komplex ist, ja, also die Komplexität der Logistik plus die Komplexität der Baustelle, und da steigen wenige Investoren durch. Da steigen die durch, die sich damit beschäftigt haben, aber die jetzt irgendwie auf das nächste Gorillas irgendwie viel Geld draufschmeißen wollen, die sind halt bei uns an der falschen Adresse. Habt ihr Investoren? Wir haben Investoren. Wir hatten am Anfang das Glück, dass das Land Baden-Württemberg, ja, reiches Bundesland, an alle Berliner, ne, wir zahlen die ganze Party hier. Wir haben ein gutes Start-up-Förderprogramm, wo wir sagen, Pre-Seed-Finanzierung bekommen haben und haben uns dann in der Seed-Finanzierungsrunde ganz bewusst für ein Single-Family-Office so als ersten Anker-Investor entschieden. Genau, nee, nicht der Herr Wirth, der macht nur 100% Beteiligung. Ja. Ein Family Office, das sagen aus einer angrenzenden Branche das Thema Last Mile Logistik kennt und die auch ähnlich wie der Patrick viel bauen und somit den Pain der Baustelle kennen, und das hat ganz gut gepasst. Und damit seid ihr auch erstmal durchfinanziert, oder wie ist euer Plan? Also nach der Finanzierungsrunde ist vor der Finanzierungsrunde, okay, wenn man sich halt für den Weg entschieden hat. Von daher, falls jetzt hier jemand sitzt, der uns Geld geben will, können wir uns gern um 18.01 Uhr hier am Ausgang treffen. Also wir haben auf jeden Fall mal ziemlich bewusste Entscheidungen getroffen, was wir wollen, was wir nicht wollen. Und es geht bis zu dem Punkt, dass wir sagen, also bevor wir gewisse Dinge tun, um irgendwie an Geld zu kommen, schlagen wir lieber einen anderen Weg ein, der dann vielleicht langsameres Wachstum oder sonst irgendwas bedeutet. Verstanden. Patrick, du bist ja ein Investor, auch sehr breit. Ne? Also du sagst ja, wenn es spannende Unternehmer gibt, spannende Themen gibt, mache ich die eigentlich. Ist der Logistikbereich ein Bereich, wo du sagst, das ist spannend? Gibt es da Ansätze für Investments? Ja, ist sehr spannend, auf jeden Fall. Heutzutage, also wir hatten das Thema hier Digitalisierung, wo geht die Zukunft hin? Heute ist alles sehr, sehr schnelllebig geworden und alles muss effizienter werden. Und so muss die Logistik auch effizienter werden. Und wie wird sie effizienter? Eigentlich nur durch Informationen. Wann kann ich welchen Service schneller, effizienter zur Verfügung stellen? Das hatten wir heute auch schon ein paar Mal. Und es ist nicht nur die Information von einem Single Source, sondern entlang der kompletten Logistikkette. Das ist wichtig. Deswegen auch meine Bitte, dass das Thema Kollaboration in Zukunft ein bisschen oder nicht Kollaboration entlang der kompletten Wertschöpfungskette,
als Stichwort für eine zukünftige, effizientere Zurverfügungstellung von Informationen. Also APIs und so weiter. APIs entlang der Wertschöpfungskette, und wo wir zum Beispiel mit Storelogix nur das Warehouse-Management-System machen, muss man genauso gut die Informationen davor und danach zusammenführen, um noch effizientere Entscheidungen fällen zu können. Gibt es da Standards im Logistikbereich, wo man sagt, sich vernetzt? Ich glaube, das ist so ein heterogener Markt, ja, der da draußen ist. Und es gibt mit Sicherheit ein paar Unternehmen, die versuchen, so Layers zu bauen, die miteinander kommunizieren. Aber am Ende des Tages ist man noch zu egoistisch unterwegs. Jetzt haben wir hier auch zwei Unternehmer, die mehrere Unternehmen im Unternehmen haben. AIS, Alphaplan. Das waren ja zwei Firmen, die hast du eine zugekauft. Wie ging es in Integration? Ich meine, waren verschiedene Softwarelandschaften. Habt ihr die getrennt gelassen oder habt ihr die zusammengeführt? Ja, wir sind dabei. Es gibt mehrere Elemente. Ich glaube, das erste Element ist, dass man tatsächlich eine gemeinsame Führung hat und eine gemeinsame Geostrategie. Und dann sehe ich der nächste Schritt als, dass man muss Cross-Selling anfangen, man muss anfangen, dass alle Vertriebe alle Produkte können. Und ich glaube, Jasmino wird sehr viel darüber gleich reden können, weil er hat gerade ein paar Mal im Unternehmen gekauft und in einer anderen Größenordnung. Und dann kommt eine technisch sehr anspruchsvolle Frage, wie bringen wir das Ganze unter eine Plattform, und dafür braucht man Geld. Und das ist der Schritt, den wir jetzt anfangen, tatsächlich nächste Woche, die beiden Welten zusammenzuführen technisch. Die sind wunderbar integriert, aber es sind zwei Standalone-Lösungen, die dann zusammengebracht werden müssen. Und das ist eine Menge Arbeit. Cross-Selling in sich ist eher eine Onboarding-Frage. Die kann man relativ schnell rangehen. Ja. Kannst du mal was sagen über euren typischen Kunden? Was macht der? Wie setzt er das Ganze ein? So, wie meinst du, der typischer Kunde von euch? Wofür nutzt ihr eure Software praktisch? Also nehmen wir mal Großhandel, Automotive. Die haben bis jetzt einfach alle Teile hingeschmissen vor der Tür bei deren Händlern oder Werkstätten. Und die können jetzt alles dokumentieren. Die können jetzt sagen, der Teil kommt in 5 Minuten, und können das Ganze dokumentieren, können Retourteile abbilden in deren TMS-System und können somit das, was früher dann Nachtabwicklung wurde und Rechnung wurde dann mehrere Tage später gestellt, das können die zeitnah machen. In einer Stückgut-Spedition, da ist es so, dass die ganze Planung, die ja 2 Uhr nachts anfängt, manchmal 22 Uhr abends, die kann automatisch gemacht werden, und somit kann man den Disponenten erheblich entlasten. Verstehe. Und alles ist bereit am nächsten Morgen optimiert. Das sind so Beispiele, es zieht sich natürlich weiter als das. Ja. Okay. Jasmino, jetzt habt ihr 12 Firmen zusammengekauft, richtig? Ja. Also ich traue mich gar nicht zu fragen, habt ihr die integriert? Ich meine, die haben ja verschiedene Code-Languages, irgendwie, wie lief das jetzt, oder ist er noch mitten dabei? Es läuft. Es gibt einmal die technische Integration, ich glaube, da kennen wir uns alle aus, das ist jetzt die Plattform, wie das in Zukunft, was aber viel wichtiger ist, ist der Faktor Mensch. Mhm. Was wir in den letzten 3 Jahren gemacht haben, wir haben tatsächlich ein neues Programm ins Leben gerufen, wir haben unsere Mitarbeiter gefragt, wie soll unser Unternehmen aussehen? Was soll denn unsere Kultur sein? Wie soll denn Sales in Zukunft aussehen? Wie soll Services gestaltet werden? Wie wollen wir entwickeln? Also da kamen dann auch innovative in Anführungsstrichen, Agilität, wir wollen dies, wir wollen jenes. Aber genau diese Diskussion brauchst du. Ansonsten integrierst du niemals diese Unternehmen. Was daraus entstanden ist, sehen wir jetzt mit diesem neuen Logo. Das ist genau die Arbeit, die wir in den letzten 2, 3 Jahren zusammen getätigt haben mit den Mitarbeitern. Weil ich bin der festen Überzeugung, Digitalisierung, Software und so weiter funktioniert nur, wenn wir als Mensch mit unserem Expertenwissen daran teilhaben und es gestalten. Das ist das, was wir bei der Ecovium gemacht haben. Ist es 100%ig durchgeführt? Nein, ich glaube, so ein Integrationsprozess, wirst du, glaube ich, bestätigen, hört nie auf. Es entstehen immer neue Ideen. Covid mit Homework, Homeoffice, Mobility und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, die wir jetzt aktuell mit unseren Mitarbeitern durchgehen. Wie sieht denn das neue Office aus? Wie wollen wir denn arbeiten? Welche Flexibilität benötigen wir? Und das ist das, wo du Integration stückweise schaffst,
Und wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, mitgestalten können, dann kriegst du auch diese Plattform hin, dann kriegst du auch diesen Mehrwert für den Kunden, weil der Kunde wird Teil dieses Prozesses und gestaltet ebenfalls mit. Das ist das, wie wir es machen. So, und der Kunde, der arbeitet ja schon wahrscheinlich schon seit 10, 20 Jahren mit alten Systemen, hat sich gewohnt, dass er wo er klicken muss, und gleichzeitig ist es ja oft ja nicht mehr State of the Art. Die Leute sind heute in diesem User Interface, also wie man interagiert. Ist es überhaupt ein Bildschirm? Ist es eine Brille? Ist es KI? Wie stark macht ihr da Evolution oder Revolution? Ich glaube, wir machen beides. Wir arbeiten parallel mit Hochschulen und Universitäten zusammen, um jetzt Big Data, künstliche Intelligenz, genau diese Themen, die du ansprichst, auf die neue Ebene zu heben, insofern, dass wir dann sagen, okay, wie sieht es denn für die Zukunft aus? Also wir reden alle über Digitalisierung und die Zukunft. Was ich vermisse, ist denn, lieber Kunde, das ist der tatsächliche Mehrwert in Verbindung mit der Nachhaltigkeit. Weil was bringt es mir, über Digitalisierung zu reden, wie jetzt vor ein paar Jahren in der Automotive, alle wollten IT, Global Structure und Services und. Und auf einmal ist halt jetzt E-Com da und die ganze E-Mobility, Strom und so weiter. Also deswegen machen wir es ein bisschen anders. Innovation zusammen mit Kunden und dann, es machen nicht alle Kunden sofort mit, klar. Aber du hast so diese ein, zwei Game Changer, die dann mit einer neuen Idee kommen und das ist dann die Revolution. Verstehe. Andreas, bei euch, ihr generiert ja Milliarden von Daten jeden Tag. Ne? Habt ihr schon Machine Learning oder ist eure Firma überhaupt darauf aufgebaut? Oder welche Rolle spielt sowas? Ja, das ist in der Tat Big Data und da gibt es eine Menge Verwendungsmöglichkeiten für diese. Ein einfaches Beispiel ist, wenn man einen Plan macht für den Tag, muss man wissen, wie lang ist die zu erwartende Wartezeit vor jedem Stopp. Also zum Beispiel vor der Rampe, wie lange muss man da warten? Es gibt viele andere Beispiele, auch wie lange ist die Ladezeit für einzelne Waren? Und das ist da, wo künstliche Intelligenz langsam reinkommt und einen wichtigen Platz findet. Okay. Und Patrick, wie ist es bei euch? Wie geht ihr mit Daten um? Es gibt ja auch, DSGVO und so. Was darf man wirklich einsetzen? Wem gehören die Daten? Ja, wichtiges Thema. Am Ende des Tages sind die Prozesse, auf denen die Daten basieren, natürlich nur so gut, wie die Information ist, die man einfach reintut. Und man braucht schon gewisse Daten, um Effizienzen im Lager zum Beispiel zu steigern. Prognose, Menge, Umsatz. Und ohne diese Daten kann man nicht effizient arbeiten. Also das ist schon ganz wichtig an der Stelle. Also ich glaube auch, dass einfach datenbasiert irgendwas zu tun, ist halt genau der nächste Hebel der Effizienz in der. Also wenn man jetzt irgendwie über die Digitalisierung spricht, wie über die Industrialisierung, dann sind halt Daten, sind halt die Dampfmaschine. Ja? Und Daten sind auch nicht, also gab ja mal lange den Spruch, Daten sind das neue Öl. Das ist nicht richtig, weil das eine ist irgendwie eine endliche Ressource, die irgendwann mal zu Ende geht, das andere wächst halt exponentiell. Ja? Ich glaube, also gerade in der Logistik, ich bin ja kein Logistiker, ja, aber was da eigentlich an Daten anfällt und was da für ein Optimierungspotenzial drin steckt, egal ob das jetzt um Prozesse geht oder um Routenoptimierung oder whatnot, das ist eigentlich gigantisch und es ist halt oft so, dass es, glaube ich, sagen, aus der Branche raus halt auch nicht gehoben wird. Ja. Das ist sicherlich im Baubereich genauso. Also die Unternehmen, die da jetzt wirklich irgendwie den Anflug von Erfolg haben, das sind nicht Unternehmen, die von irgendwelchen Bauingenieuren gegründet wurden in en gros. Ja. Von daher, aber ich glaube, es wurde ja vorhin schon mal gesagt, also es darf ja auch kein Selbstzweck sein. Und am Schluss ist halt irgendwie datenbasiert Prozesse zu optimieren und zu automatisieren. Das wird auch immer so auf so ein Plateau gehoben, dass es eigentlich gar nicht verdient hat, weil am Schluss ist es dann doch auch irgendwie relativ einfach, das zu tun und der Schritt dahin, also ich muss
ganz oft, wenn irgendwie von KI die Rede ist zum Beispiel, ist ja so, ne? Also wenn du so Startup-Gründer so im Buzzword-Bingo bist, dann kommt nach Big Data kommt relativ schnell KI. Ja? Oder wenn du ganz cool bist, sagst du noch AI, weil das ist ja dann sozusagen der globale Begriff, dann bist du noch viel cooler. Aber ganz viele Sachen könnte man einfach relativ profan, regelbasiert schon irgendwie machen, um eine Produktivitätsverbesserung von ein paar 100% hinzubekommen. Und ich glaube, das ist halt das wahre Potenzial der Digitalisierung, in egal in welchem Bereich. Jetzt haben wir noch 5 Minuten, glaube ich. Erstmal die Frage, gibt es noch eine Frage aus dem Publikum hier? Wenn nicht, dann würde ich vielleicht nochmal die letzten 5 Minuten ein bisschen programmatischer werden. Vielleicht mal so, gehen wir mal einen Blick nach vorne. Logistik Summit 2030. Sitzen wieder hier, hoffentlich wieder in Hamburg im St. Pauli-Stadion, weil Corona vorbei ist. Und ihr sitzt da. Wo steht eure Firma da? Was habt ihr erreicht? Also geht es nicht um Größe, sondern was ist eure Vision? Was wollt ihr sein bis dahin? So, der am frischesten dabei ist, muss quasi am ehesten nach vorne denken. Okay. Es ist gar nicht mal so schwer, so einen Ausblick zu haben, weil, also was wir, als wir gegründet haben oder als sich das jetzt so die letzten 2 Jahre auch entwickelt haben und, ne, also wir haben jetzt die ersten 2 Jahre überlebt, das ist schon mal ein großer Checkmark irgendwie auf unserer unternehmerischen Journey mit dieser Firma. Aber grundsätzlich ist so die Idee natürlich auch, dass man irgendwann mal Dinge, also mehr in den Bereich kommt, wo man Dinge, nicht nur Dinge tut, die man muss, sondern auch Dinge tut, die man irgendwie gerne will. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie auf irgendeiner Insel rumhängen oder den ganzen Winter und Sommer Skifahren, sondern so gerade im unternehmerischen Bereich. Und ich glaube, also für unser Unternehmen, das gibt es dann 2030 hoffentlich noch. Werden wir dann hoffentlich der zentrale Zugangspunkt für die Baulogistik sein. Und wenn ich dann hier als Beirat sitzen kann oder als Investorenvertreter mit meiner eigenen Investorenfamilie bis dahin, wobei meine noch nicht vorhandenen Kinder bis dahin wahrscheinlich noch relativ zu jung sind, um zu investieren. Ich weiß nicht, vielleicht hast du nachher einen Tipp, aber man da so einsteigen kann. Nein, aber das wäre so für mich eine Perspektive, die ganz nett wäre. Logistik Summit 2030. Ich bin ganz gespannt, wie unser Portfolio an Unternehmen dann aussehen wird. Am Ende des Tages rutschen wir alle näher zum Kunden. Das heißt, wir werden alle in die Innenstädte gehen und Logistik wird dort näher am Kunden fulfilled, um die Kollaboration der letzten Meile mit über viele Dienste hinweg effizienter zu nutzen. Ich glaube, mit Storlogix wird es so sein, dass wir nicht mehr riesengroße Lager betreiben werden, sondern kleinere Lager, Micro-Hubs, vielleicht in einem ehemaligen Zara oder in einem ehemaligen Postcenter in der ersten Etage. Das wird alles näher zum Konsumenten, zum Endverbraucher rücken. Mhm. Also ich gebe die ehrliche Antwort, 2030, das ist zu weit. Ich habe dieses Buch von Frank Thelen gelesen über die neuen Technologien. Ich glaube, dass bis 2030 werden so viele Veränderungen kommen, ganz anders in der Vergangenheit beschleunigt, dass vielleicht für uns mehr passieren wird als im Rest des Lebens davor oder im Vorleben, das passiert ist. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig. Ich kann nur 3-4 Jahre in die Zukunft schauen. Und da würde ich sagen, wenn wir das umsetzen, was wir jetzt in Technologie haben, in Unternehmen und das, was wir in der Pipeline haben, umsetzen, wow, da sind wir echt weit. Und dann darüber hinaus zu spekulieren, natürlich für uns persönlich Internationalisierung, Verbreitung in anderen Branchen, ja, das sind so wirtschaftliche Ziele, aber wie die Welt 2030 ausschaut, wow, das kann ich nicht sagen, Marc, das ist, wird sehr spannend. 2030 sind wir als Ecovium einer der Top weltweit Logistik, IT und Hardware Software Provider. Wir haben zusammen mit unseren Kunden, unseren Mitarbeitern es geschafft, den Beweis zu erbringen, dass eine nachhaltige Logistik durchaus möglich ist und auch gewinnbringend ist. Und die Digitalisierung haben wir in effiziente Prozesse und sehr viel Spaß für auch die Mitarbeiter und coole Projekte umgesetzt. Toll. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Was ich so spüre hier, ist, glaube ich, eine große Aufbruchstimmung. Ich glaube, wir
Logistik ist eine alte Branche, ne? Aber alle merken gerade, dass gerade sehr viel sich beschleunigt. Das habe ich mitgenommen so ein bisschen. Ne? Wir haben Dinge angeschoben jetzt, aber vielleicht ist es in 5 Jahren so viel weiter, dass wir uns gar nicht vorstellen können, was da möglich ist. Und ich glaube, das hat man gespürt heute, dass ihr da mit dabei seid, auch nicht nur mitreist, sondern auch gestaltet diese Entwicklung und auch, auch selber ja, programmatisch auch Dinge vorlebt oder auch angeht. Und ja, vielleicht sehen wir uns also wieder 2030, hier praktisch alle ein bisschen älter, ein bisschen ergrauter, aber hoffentlich alle dabei, dass wir eben unsere Welt besser machen mit toller Logistik. Vielen, vielen Dank. Danke, Marc. Besten Dank. Dankeschön.